Hier, mach mal eine Aufnahme von dem Akku. Hier, von dem hier. Mach mal geile Aufnahmen. Richtig geiles Ding. Du sollst den Akku filmen. Hier, das Ding. Schön Aufnahme machen. Du sollst den Akku filmen. Da, steht da. Danke. Hallo und willkommen zurück bei den Two Brothers. Wir haben heute was ganz, ganz Tolles Neues. Und zwar seht ihr es schon, die Makita 40 Volt Akkus und ein paar Maschinen haben wir auch dafür da. Leider fehlen noch ein paar. Aber gehen wir erstmal ein bisschen drauf ein, warum Makita das gemacht hat. Weil es gibt ja schon die 36 Volt Maschinen von Makita, wo man halt 2x18 Volt Akkus mit reinsetzt. Wir haben jetzt hier in diesem Fall einen 40 Volt Akku. Es ist ganz einfach. Und zwar, wenn ich zwei Akkus verwende, ist natürlich das Gewicht sehr, sehr, sehr viel höher. Und das sparen wir uns mit einem Akku hiervon. Makita hat das 36 Volt System halt, sag ich mal, entworfen, damit man die Maschinen auch mit den 18 Volt Akkus betreiben kann, was ich halt sehr schöne Lösung finde. Natürlich waren die Maschinen halt wirklich immer schwer. Entfällt hier auf jeden Fall. Und wir müssen dazu sagen, es sind auch keine 40 Volt, es sind 36 Volt. Es ist technisch in meinen Augen nicht machbar, diesen Akku so voll zu pumpen, dass er wirklich 40 Volt hat. Also ignoriert das. Das ist wie so ein kleiner Marketing-Gag, wie man auch bei den 12 Volt oder 10,8 Volt Maschinen jetzt gesagt hat, es sind 12 Volt Maschinen. Was in meinen Augen kann man machen, finde ich aber sinnfrei ein bisschen. Auf jeden Fall 40 Volt. Eigentlich gleiche Kraft wie 36 Volt. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Maschinen hier. Schlagbohrschrauber, Reziprosäge, Winkelschleifer. Was mir noch fehlt, wäre der Bohrhammer. Und wir hatten noch eine Maschine, einen Schlagschrauber hatten wir auch noch. Also zwei Stück. Ich glaube, einen großen und einen kleinen. Mit einer Vierkantaufnahme und einem Innensechskant oder Außensechskant, weil es außen drüber geht. Muss ich mir mal so als Eselsbrücke halt mit behalten. Die habe ich leider noch nicht da. Und man muss auch dazu sagen, dass ich über diese Maschinen so gut wie keine Informationen habe. Wir werden sie uns einzeln nach und nach mal anschauen. Also wir werden das hier in ein paar mehr Videos aufteilen. Wir werden uns alle Maschinen mal einzeln angucken. Wir werden hier noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Und ja, ich würde euch jetzt noch ein paar Infos dazu sagen. Und zwar, was mich natürlich direkt ein bisschen wurmt ist, wir haben wieder ein neues Ladegerät. Nennt sich diesmal DC40RA. Nicht so wie das DC18RC. Ist halt größer geworden und hat wirklich eine eigene Aufnahme. Das heißt, ihr müsst bedenken, dass dies hier ein eigenständiges System ist. Ich kann keine 18 Volt Akkus mit 40 Volt Akkus halt mischen. Ladegerät, gibt es einen Adapter, habe ich gesehen, kann man oben drauf setzen, kann man dann 18 Volt Akkus mit laden, aber an sich geht es leider nicht. Wir können mal drauf schauen, was haben wir hier, Ausgangsleistung von 12 Ampere. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das DC10RC, das Schnellladegerät von Makita, hat 9 Ampere, wenn ich jetzt nicht lügen will. Ich glaube schon, da noch 9 Ampere sind es. Ja, wie gesagt, man kann sie nicht mischen, bisschen schade. Wir haben hier eine Luftkühlung auf jeden Fall mit drin im Ladegerät. Das haben sie auch schon mal schön gemacht, gibt es auch bei den alten auch schon mit dabei. Wird halt, glaube ich, ein bisschen Luft einfach nur durchgezogen, dass es halt nicht zu warm wird. An sich, Maschinen sehen schon mal richtig gut aus. Akkus fühlen sich auch wertig an. Das ist auch mal so ein Haptik-Ding bei mir. Das ist bei den alten Akkus, bei den 18 Volt Akkus nicht so, dass wenn ich den Akku reinsetze, er rutscht wirklich sehr sanft halt mit rein und rastet halt sehr gut ein. Das ist bei den 18 Volt Akkus manchmal ein bisschen krankelig, also es ist so minimal. Es gibt schlimmere Hersteller definitiv, aber das ist mir direkt aufgefallen, als ich den Akku das erste Mal eingesetzt habe. Der flutscht rein, der sitzt. Ja, seid gespannt. Wir hauen auf jeden Fall ein paar Videos dafür raus, also für die Reihenmaschinen, die ich auf jeden Fall schon mal da habe. Ich werde die Informationen mir so zusammensammeln, wie ich es halt nur kann. Wie gesagt, es gibt noch keine Informationen. Ich weiß auch nicht, wann diese lieferfähig sind. Wir werden uns das ganze Spiel mal anschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil auch die 36 oder 40 Volt in diesem Sinne, natürlich bei Gartengeräten, was Makita sehr, sehr groß gemacht hat in meinen Augen, dass es halt da schon wirklich Gewichtsersparnisse geben wird. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann die Option, dass man zwei von diesen einsetzen kann bei manchen Geräten. Also bei sehr großen Geräten macht es dann vielleicht Sinn, halt eine Kettensägen etc. Da könnte man mal schauen, ob die Schwerter natürlich noch größer werden. So, noch ein kleines Edit mit dazu. Die Reziprosäge wird auch noch kommen. Also da haben wir noch ein kleines Video für geplant. Und dort ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die technischen Daten von der Reziprosäge gleich sind. Aber die
40 Volt Reziprozität definitiv mehr Power hat als die 2x18 Volt, obwohl die technischen Daten gleich sind. Liegt daran, dass der Akku so konzipiert ist, dass die Maschinen durch die Elektronik viel besser einplanen können, wie viel Kraft sie aus den Maschinen rausziehen können. Oder eher gesagt, wie viel die Maschinen aus den Akkus rausziehen können. Also es ist definitiv ein merkbarer Unterschied von der Kraft. Also bei der Reziprosäge habe ich es extremst gemerkt. Freut euch auf das Video, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Abonniert uns und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.